ihr Lieben, ich bin's, eure Leseratte. Vorab, ja, ich komme mir total bescheuert vor. Das sind solche Momente, wo du denkst, lieber Postbote, bitte komm heute nicht. Oder würde ich jemals einen Kunden in der Buchhandlung nochmal ernst nehmen? Aber was soll's, es dient der nächsten Geschichte, die ich heute in meinem 7. Weihnachtsspecial vorstellen möchte. Und die ist einfach so, so schön. Dann nehme ich es auch mal in Kauf, als Hund gestimmt zu sein. Ich hoffe, das hat man erkannt. Ja, Hund, Weihnachten, fällt euch schon was ein? Und zwar Daniel Klattauer, der Weihnachtshund. Auch dies ist wieder eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln. Es geht um Max. Max hat eine Fichtennadelallergie und Kerzenwachsneurose. Er hasst Weihnachten, kurz gesagt, und kann damit auch nichts anfangen. Er hat einen Hund, den Kurt. Und auch Kurt hat so keinen Bock auf gar nichts. Der liegt den ganzen Tag einfach nur unterm Sessel. Ja. Und dann gibt es Katrin. Und Katrin wird dieses Jahr 30. Ihr Geburtstag fällt genau auf den Heiligen Abend. Und sie hat keinen Bock, auch ihren 30. Geburtstag und das 30. Weihnachtsfest schon wieder bei Mama und Papa zu verbringen. Papa hasst Hunde. Also bietet sie sich Max an, der halt verreisen möchte. Er möchte eine Reise auf die Malediven buchen und sucht jetzt jemanden für Kurt. Und da bietet sie sich als Hundesitterin an. So lernen die beiden sich kennen. Ja, das große Problem von Max ist, dass er absolut nicht gerne knutscht. Nicht gerne knutscht ist ein bisschen untertrieben. Er hasst das, hat ein ganz schreckliches Erlebnis in seiner Jugend erlebt und seitdem, ja, wenn er küsst, wird ihm speiübel und manchmal muss er sich auch übergeben. Einen Satz wollte ich euch gerne noch vorlesen, als er mal wieder küsst. Es ist einfach nur süß geschrieben. Ich will euch damit zeigen, wie gut Daniel Klattauer einfach Bücher schreiben kann. Ihre Zunge schleuderte wild und feucht herum und spielte in seinem Mund Verstecken und Fangen. Fand ich cool. Vor allem, weil man dann immer schon weiß, wie Max drauf reagiert. Also ganz, 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 ganz toll. Mit die schönste Weihnachtsgeschichte, die ich bis jetzt gelesen habe. Ihr wisst ja, Gut gegen Nordwind von Daniel Klattauer ist und bleibt immer noch mein Lieblingsbuch. Aber das ist auch total bezaubernd, liebevoll gemacht und einfach nur süß. Ja, ich vergebe diesen Buch. Ach so, könnt ihr mir einen Gefallen tun und das Video schön weiter posten und empfehlen, damit sich mein aufwendiges Make-up auch gelohnt hat. Dankeschön. So, ich vergebe diesem Buch insgesamt 5 Leseratten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.